Hallo, mein Name ist Tom und Sommerzeit ist Partyzeit. Drum schauen wir uns heute das Sommerfestival an. Da gibt es ja viele Quests und wir schauen uns mal an, welche lohnen sich denn davon und welche sollte man lieber nicht machen. Wir fangen hier bei der Strandparty an. Wenn wir zuerst zum ersten Mal hier hinkommen, dann gibt es erstmal so Einführungsquests, die heißen dann einfach Eventquests. Und wenn man dann im Folgenden wieder hinkommt, gibt es die Event-Tages. Quests, die man nur einmal pro Tag machen kann und sich um 2 Uhr resetten. Hier bei Langon kriegen wir nur XP und Vorhut-Rufmünzen und müssen einfach 3 Sandburgen bauen, also schon mal nicht so der Bringer. Wenn ihr aber noch nicht Level 60 seid, dann lohnt sich das hier auf jeden Fall und zwar einfach wegen der XP. Ich meine, jede Quest, oder nicht jede, aber viele, geben so ungefähr 1 Million XP und das ist relativ viel. Ab Level 60 dann aber, dann braucht man leider so viel XP, dass sich auch diese Quests hier nicht mehr so wirklich lohnen. Also so zwischen, ich glaube 50 ist das Mindestlevel für die Quests, wenn es mir recht ist. Und demnach zwischen 50 und 60 lohnen sich alle Quests, die man hier so kriegt, absolut, total, rein XP-technisch. Und vielleicht habt ihr es gesehen, diese Quest hier, die ich gerade mache, also das Melonen-Minigame, wie auch die Sandbogen-Quest, die geben beide je 5 Vorhut-Rufmünzen. Und man kann sich ja mal anschauen, wie lange es denn dauert, hier alle Quests vom Event zu machen. Das ist ungefähr 15 Minuten, also sowohl Strandparty als auch dann das da drüben in Bastion. Wie heißt das nochmal? Ich glaube einfach Sonnenfestival da drüben dann. Es dauert ungefähr 15 Minuten und total gibt es 50 Vorhut-Rufmünzen. Das ist also ungefähr so, als würde man einmal Manaya oder Agonenkorpus oder so laufen. Das dauert ja auch ungefähr 15 Minuten und es gibt 45 Rufmünzen dort. Also es ist ungefähr gleich. Also von der Vorhut aus gesehen, die Rufmünzen da, ist das gar nicht so schlecht hier. Also kann man durchaus machen. Jetzt hier das Minigame, da muss man ja aber die Melonen töten, die sagen dann auch was, damit man die besser findet. Und wenn man fast kaputt haut, dann hat man einfach seine Zeit verschwendet. Abzug gibt's dafür nicht. Aber, naja, blödes Minigame, ganz ehrlich. Ich habe jetzt mir auch nicht allzu viel Mühe gegeben. Ich habe, wahrscheinlich habe ich gar nichts als Belohnung bekommen. Aber ansonsten hier wieder eine Hornbrille, also ein Dekoteil für einen Tag, XP und Vorhut-Rufmünzen, wie erwähnt. Ja, diese temporären Deko-Teile, ich meine, sie sind ja null exklusiv, weil einfach jeder die hat, wenn das Event hier ist. Und ich meine, ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, also ich finde das doof. wenn es jetzt irgendwas super geiles, exklusives wäre, dann von mir aus, aber es hat ja dann einfach jeder und es hält nur einen Tag und ich finde diese temporären Dinge als Belohnung, die immer ein bisschen sinnlos oder witzlos, weil was soll ich jetzt jeden Tag das Minigame hier machen, damit ich einen Monat lang die Hornbrille tragen kann? Ja, super. Leck mich, mach das selber, würde ich da sagen. Drum, ganz ehrlich hier, diese Strandparty-Quests, auch das, was wir jetzt gerade machen, hier gibt es die Begleitfertigkeit Zero für einen Tag. So ein ziemlich hässliches Vieh, um ehrlich zu sein. Ich finde diese Quests hier bei der Strandparty ziemlich doof, ganz, ganz ehrlich gesagt. Weil es eben hier nur nicht spielrelevante Belohnungen gibt, also Dekoteile, Hüte, Brillen und so weiter und so fort. Wir sind schon beim Spritzkanonen-Minigame. Hier muss man jetzt diese roten Typen töten und die blauen möglichst nicht. Wenn es mir recht ist, geben die blauen ein bisschen Abzug. Vielleicht aber auch nicht, weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht gibt es dann einfach keine Punkte für die blauen statt Abzug. Ja, es ist bei diesem Minigame eigentlich relativ leicht, 1000 Punkte zu erreichen. Man braucht 1000 Punkte, um den ersten Rang zu kriegen. Wenn man den ersten Rang hat, kriegt man so eine Brotkiste und in dieser Brotkiste ist ein exklusiver Hut diesmal. Ich sag mal exklusiv jetzt, weil dieser Hut hält nur für eine Stunde und die sind ganz witzig. Das ist so ein Hähnchen, das man dann, also ein Brathähnchen sogar, das man auf den Kopf kriegt oder irgend so ein Fisch oder sonst was halt. Also es ist einfach so ein bisschen witzig so, vielleicht auch für die, die Roleplay machen wollen, eine coole Sache. Aber ansonsten ziemlich, ziemlich doof, ganz ehrlich. Auch hier vom Minigame, wenn man Rang
2 oder 3, glaube ich, erreicht. Vielleicht auch noch im 4. Rang, ich weiß es gerade nicht. Kriegt man hier diese Charms, das sind immer mächtige, aber mit einem zufälligen Effekt. Also hier mächtiger Talisman der Kraft, Kühnheit oder Geschwindigkeit. Dann der zweite kann Ausdauer oder Beharrlichkeit oder unbeugsam, sowas sein. Und der dritte dann so LP oder MP-Regeneration oder MP oder LP Max-Wert, also einfach mehr LP und so. Und naja, Zufallseffekte sind einfach scheiße und die kann man nicht mal in die Bank tun, glaube ich, die Teile, genau. Drum, die schmeiße ich einfach immer weg. Aber ich finde, die milden nur das Inventar zu. Und dann kriegt man noch eine Hornstatue im 1. und 2., vielleicht auch im 3. Rang, weiß jetzt nicht. Und diese kann man dann gegen Sommerwein eintauschen, das sehen wir gleich. Hier die nächste Quest. Hier müssen wir einmal Sonnenmilch abliefern. Tun wir das doch. Und während wir das tun, nehmen wir dann direkt schon die nächste Quest an. Hier einmal Sonnenmilch, bitteschön. Und hier drin im Häuschen ist noch die letzte Quest jetzt von der Strandparty. Hier müssen wir einfach so eine Spinne töten. Scheiße, wäre fast nicht mehr rausgekommen. Machen wir das schnell. Ja gut, ich meine, die Spinne ist hier hinten. Ich glaube, das können wir skippen, ist ja nicht weiter spektakulär. So, da sind wir wieder. Wir haben die Spinnen gekillt. Also diesen One-Shot ist ja irgend so ein 30er Gebiet hier. Es gibt hier einen Hornhelm neben XP und 5 Vorhutmünzen. Der Hornhelm, den gab es übrigens früher mal aus den Terrassen von Siryuka. Wenn man den 1. Rang geschafft hat, konnte man ganz, ganz selten den Perma-Hornhelm kriegen. Und der war schon ziemlich exklusiv, muss man sagen. Und ja, jetzt kriegt man den hier vom Event, nur für einen Tag zwar. Aber die damals den Hornhelm bekommen haben, die sind schon so ein bisschen gearscht irgendwie, weil das natürlich dann an Exklusivität verliert. Bei der Sonnenmilch-Quest haben wir den Strandhut oder Obsthut bekommen. Ist vielleicht ganz witzig für Roleplay oder so, aber ansonsten, ich weiß ja nicht. Es hält eben, wie gesagt, nur einen Tag und alles, was temporär ist, ist irgendwie kacke. In den Zero hier noch, ich weiß nicht, wir können ihn ja ganz schnell anschauen. Für die, die sich dafür interessieren. Also so ein Schwerttypi hier. Ich finde den irgendwie hässlich. Ich mag den nicht. Alright, und hier bei Ramsai ist einmal so ein Shop. Wir können direkt Teleportschriftrollen kaufen, um hier hinzukommen. Dann hat es eine Bombenkapsel. Und dazu müssen wir eben Sommerwein haben, um die Bombenkapsel zu nutzen. Darum müssen wir hier einfach die Quest annehmen. Und hier können wir jetzt die Hornstatue, die wir aus dem Event gekriegt haben, einlösen. Dann kriegen wir einmal unseren Sommerwein und den Großkopf für 10 Minuten. Der Großkopf ist ganz witzig. Der Charakter schrumpft so ein bisschen und der Kopf ist dann ganz groß. Schaut witzig aus, muss man sagen. Und der Sommerwein, wenn man den einmal einnimmt, dann wird das Bild so ein bisschen schummerig. Vielleicht seht ihr das. Ich hoffe, ihr seht es. Vielleicht seht ihr es auch nicht. Ist wirklich ganz, ganz schwach. Und man hat hier so einen Effekt. Ich bin jetzt beschwipst. Und wenn man den Wein dann ein zweites Mal nimmt, wird man irgendwie angetrunken oder so. Und beim dritten Mal wird man dann, weiß auch nicht was. Und zum Schluss wird man stockbesoffen und dann ist man ohnmächtig und ja. So, könnt ihr mal machen. Ich glaube, ihr müsst den Wein 5-mal dazu nehmen. Also insgesamt hier die Quests, 2 Minigames und ja, die dauern halt. Es dauert je eine Minute, so ein Minigame. Finde ich doof. Man kann auch, glaube ich, weglaufen, das Minigame canceln und die Quest ist, glaube ich, dann trotzdem erledigt. Vielleicht, vielleicht auch nicht, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Insgesamt jedenfalls gibt es 20 Rufmünzen dort für die Vorhut. Ansonsten nur Deko-Teile, also Hornbrille, Sonnenhut, Hornhelm und die Begleitfertigkeit Zero. Und eben die Charms, die ich blöd finde, weil sie zufällig sind. Und der Sommerwein ist absolut nicht spielrelevant. Fürs Roleplay kann man ihn ja vielleicht nutzen, aber ansonsten braucht man das Teil nicht. So. Jetzt sind wir hier beim Sonnenfestival und hier sind die Quests oder die Belohnungen, die Questbelohnungen schon so ein bisschen nützlicher. Wir fangen hier an bei Modan. Hier kriegen wir einen Sonnenorb und einen Baldas Dreifachzauber neben, wie eigentlich üblich, ein bisschen Gold, XP, eben wie gesagt so ungefähr 1 Million und Rufmünzen. Der Sonnenorb erhöht unsere Bewegungsgeschwindigkeit außerhalb des Kampfes und das ist schon eine coole Sache, wenn ihr zum Beispiel so noch LDS farmt oder so, da könnt ihr ja nicht reiten und dann Sonnenorb reinknallen, der hält 10 Minuten, ist eine absolut coole Sache.
Ich müsste ja schon eine haben. Hier zum Beispiel, genau. Sonnenorb rein, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Fliegt euch dann so ein Teil hin hinterher. Das ist eine coole Sache. Wenn ihr dazu noch den normalen Speedtrank nehmt, also den einfach den Geschwindigkeitstrank, dann seid ihr schon super, super schnell. Ich glaube so um die 240 ungefähr. Und das ist so schnell wie das Standard-Mount, das man da in Holzhausen kriegt. Ich habe jetzt hier keine Geschwindigkeitstränke dabei, leider. Aber, oder auch wenn ihr zum Beispiel Achievements macht und dann müsst ihr die alten Inis laufen, da so anwesende Arglist, da könnt ihr auch nicht reiten, da müsst ihr 30 Mal rein oder so, dann seid ihr schon froh, wenn ihr diese Sonnenorbs habt, einfach damit das Ganze dann ein bisschen schneller geht. Okay, jedenfalls hier bei Lilan ist die nächste Quest, da muss man ein Saber-Eis abliefern, entweder da hinten bei diesem kleinen Popuri, den ihr da seht, meistens aber hier oben, und das kann man eben wunderbar kombinieren mit der anderen Quest, die ich hier schon angefangen habe, wo man bei diesen drei Flammen das Feuerwerk zünden muss. So, ich komme zur letzten Flamme hin. Da haben wir es. Und hier nochmal das Feuerwerk zünden. Jetzt entweder muss ich das Eis da hinten abgeben, bei dem Typi, oder dann eben wie jetzt gerade hier unten bei Tanit. Tun wir das schnell und gehen wieder zurück. Alright, und diese zwei Quests, die ich gerade gemacht habe, die würde ich euch fast ein bisschen ans Herz legen, weil hier gibt es doch coole Belohnungen für geringen Aufwand. Hier einmal die Süßmilch, und mit der Süßmilch können wir uns eben geile, geile Mana-Pots bauen, indem wir hier uns so eine Glasschüssel kaufen für 5 Gold. 5 Gold ist ein okay Preis für so einen Pot, und man kann ja gucken, was man braucht, Eis, Schnee und Saarbeere. Man wurde mit der Hauptquest ja ein bisschen hier herangeführt, wie das funktioniert. Hier einmal Packeis abbauen, damit in die Eismaschine, und dann kommt ein Eisschneeball raus. Und dann hier einmal Saarbeere sammeln. Jetzt, wenn man so die Quest ein paar Mal macht und dann 300 Süßmilch hat, ist das ein bisschen mühsam, hier alles abzubauen. Drum entweder einfach mit dem Purpuri hier das Zeug abbauen lassen, oder aber gerade auch für die Eismaschine einfach Makro machen. Also ich kann zum Beispiel, kann man das schnell zeigen, wenn ich hier G7 klicke, dann fängt er da an zu sammeln, ne? Und der hört auch nicht mehr auf. Der sammelt dann einfach weiter und weiter. Eine kleine Pause dazwischen. Ja, funktioniert wunderbar, offensichtlich. Okay, das Makro läuft eben auch ein bisschen umher, weil das habe ich vom letzten Jahr noch. Weil die, wenn man so eine Saarbeere sammelt, dann verschwindet der Baum. Und mit der Zeit sind dann wie alle Bäume weg, und dann läuft er nicht mehr automatisch zum nächsten hin. Drum läuft das Makro immer, glaube ich, einmal ein bisschen nach rechts oder sowas und einmal ein bisschen nach links. Aber wie gesagt, Pupuri tut es auch. Und vor allem, um dann Eisschnee zu machen, einfach Lootpad raus hier so, und dann Makro, das immer wieder mal F klickt, alle paar Sekunden, dann läuft das. Jedenfalls, wir haben unsere Zutaten für unser Sabe-Eis, und können das genießen. Das ist jetzt einfach so ein Mana-Pot, stellt 170 MP pro Sekunde wieder her für 15 Sekunden. Das ist relativ ein cooler Trank, liegt so zwischen Mana-Trunk 10 und wie heißt der andere nochmal? Ich muss gerade nachgucken. Ich glaube, das ist die Stärkung, oder? Genau, und Mana-Stärkung. Das Mana-Stärkung 250, der Mana-Trunk 10 hat 130, glaube ich. Ja, genau. Und mit 170 liegt das Saber-Eis ungefähr dazwischen. Jetzt letztes Jahr gab es da einen anderen Trank, und zwar hat der Trank vom letzten Jahr 5% der Gesamt-MP wiederhergestellt. Und das ist für einige Klassen jetzt ein Buff oder ein Nerf. Also ich habe 2850 Gesamtmana, und wenn ich mir davon 5% ausrechne, komme ich auf 142, und da ist das neue Saber-Eis natürlich besser mit 170 Mana pro Sekunde als 140. Wenn man aber jetzt Priester oder Mage oder sowas ist, wo man irgendwie 6.000, 7.000 Mana hat, da sind 5% natürlich mit, kommt ja ungefähr so 350 Mana dann fast gleich. Das ist natürlich ein bisschen besser als 170. Drum ja, Priester, Mage, Mystie und so, die sind ein bisschen gearscht. Aber für die anderen Klassen ist es eigentlich wie so ein Buff. Und ja, 5 Gold muss man dafür bezahlen, das ist absolut okay. Absolut okay, guter Preis. Drum gibt es hier einen geilen Mana-Pot. Der ist vor allem auch geil, weil der sich das Cooldown nicht teilt mit Mana-Trunk oder Mana-Trank und Mana-Stärkung und Mana-Elixier. Also der hat ein eigenes Cooldown. Ich glaube nicht mal, dass den Cooldown von göttliche Infusion teilt der. Und das macht ihn eben doch sehr, sehr interessant.
bei der anderen Quest hier, also Feuerwerk bei Flammenzünden, wie gesagt, Baldas Dreifachzauber und Sonnenorb. So, über Sonnenorb haben wir ja schon gequatscht. Ich nehme inzwischen die Quests an, die sind alle hier im verwahrlosten Tempel drinnen. Gehen wir da mal rein. Sonnenorb haben wir schon gequatscht. Bleibt noch der Baldas Dreifachzauber. Den finde ich eben auch ganz, ganz cool. Der verbindet ja die Effekte von mächtigem Talisman der Kraftdurchdringung und Ausdauer. Und das ist einfach cool, weil es schneller geht. Man kann sich schneller damit charmen, weil man nur ein Teil ins Feuer werfen muss, statt deren drei. Und das hat folgenden Vorteil, wenn man zum Beispiel in der Tarndichtung ist, man stirbt da beim Baum, man nutzt eine Schriftrolle, um sich wiederzubeleben, wie man das halt so tut, dann will man sich ja neu charmen, der Kampf geht aber direkt schon los. Und was ihr da halt mit dem Baldas Charm machen könnt, ist Feuer hinstellen, Baldas rein und ihr seid gecharmt, fertig, Schluss. Und wenn ihr da alle drei Charms manuell reinwerfen wollt, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich von Bunny Yakas oder wie der heißt, getroffen, bevor ihr alle drei Charms durch habt. Damit seid ihr im Kampf, könnt nicht weiter charmen und das ist scheiße. Oder auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt als Tank sterbe bei einem schwierigen Boss in irgendeiner Ini oder sowas, das ist natürlich blöd. Da falle ich aus und will nicht zu viel Zeit investieren, um mich zu charmen. Drum einfach weil das Zauber spart einfach Zeit. So, ich kann nicht reden und spielen gleichzeitig. Ich hoffe, der Roboter macht das für mich hier mal fertig. Ich finde das ein bisschen mühsam mit Bersi. Mein Bersi ist mein schlechtester Charakter, den ich habe. Beim Tank geht das schneller, beim Misty mache ich einfach Leibeigener des Zorns hin. Und beim Gunner kannst du dauerhaftes Maschinengewehr machen, weil die Äffchen immer so sterben. Und ja, drum mit dem Bersi geht das hier am mühsamsten. Jedenfalls, der Roboter macht das auch für euch, wenn ihr wollt, aber in der Regel stirbt das Ding relativ schnell. Einmal sauber kritten, dann ist der eigentlich weg, gerade so mit einem Bersi. Normalerweise wird das ein bisschen schneller gehen, wenn man nicht so Scheißgear hat wie ich. Ich habe Grenzgänger plus 9, was ja schlechter ist als geeignet ist, wie wir aus dem letzten Video wissen. Naja, wie auch immer. Okay, wenn ihr hier für die erste Quest reinkommt, also die Einführungsquest, nicht vergessen, hier die Golems kaputt zu machen, sonst bleibt die Quest dann hängen, weil ihr müsst zuerst die Golems machen und dann da den Baum. Später aber, die Golems braucht man nicht mehr, die Golems werden einfach diese Typis hier stunnen, die zu 100% umwerfen. Drum machen wir einfach hier Anti-Knockdown und dann ist gut. Ansonsten, der Baum hier stirbt ziemlich schnell, in der Tat sogar jetzt One-Hit. Jo, wir müssen ein bisschen Abfall sammeln hier. Es gibt immer drei Möglichkeiten von Quests. Also hier Abfall sammeln, die zwei Typis da hinten killen oder dann die beiden Säulen putzen. Unten im ersten Raum wäre es Gräser sammeln, Kacke sammeln oder Brunnen putzen. Und wenn ihr Kacke oder Gräser sammelt unten, sagt er euch ja, ihr müsst das in den Müll werfen. Es hat da oben aber auch einen Mülleimer nochmal. Für den Müll, den ich jetzt sammle. Und ich nutze immer den Mülleimer oben für beide Müllteile. Dann kann man das ein bisschen kombinieren und muss da nicht den extra Umweg laufen. So, die zwei hier muss man eigentlich nicht töten, außer die Quest lautet eben, dass man die töten soll. Aber ich habe den einen jetzt gehauen, weil ich glaube, der hätte mich beim Sammeln gestört. So, ich hoffe, ich komme bald schon aus dem Kampf. Da haben wir es, genau. Alright. So, hier jetzt eben der Mülleimer, wo man auch die Teile aus dem ersten Raum entsorgen kann, wenn man will. Und hier die letzte Quest. Die ist entweder 5 Schlangen töten, dazu müsste man das Minigame starten, oder dann hier das Räuchergefäß putzen oder die beiden Spiegel da reinigen. Wenn ihr die Spiegel reinigen müsst und das Minigame schon läuft, dann solltet ihr nicht zu den Spiegeln warten, weil sonst das Minigame abbricht. Jetzt hier, wenn man ein Fernkämpfer ist, einfach stehen bleiben, Auto-Attacks hier auf die Schlangen, dann läuft das. Auch so mit dem Gunner machst du einmal Scattershot quer in die Menge rein, dann hast du eigentlich die 1000 Punkte, die es braucht für Rang 1. Und ja, als Bersi finde ich es gerade noch am schwierigsten. Ich mache das auch nicht so effizient, wie ich könnte. Ich hätte ja diverse Skills noch, etwa so diesen hier oder so, für ein bisschen Fernkampf oder dann diesen hier. Und so weiter und so fort. Braucht es aber alles nicht. Auch mit super lahmen Klassen ist das hier ziemlich leicht, auf die 1000 Punkte zu kommen. Mit dem Mystiker, glaube ich, war das. Da habe ich sogar fast mal 2000 geschafft.
Wenn ich mir ein bisschen Mühe geben würde, würde ich es bestimmt schaffen. Wäre eine coole Sache. So, da haben wir die 1000 Punkte gleich. Übrigens, die Hampelmänner solltet ihr nicht anhauen, weil die geben 100 Punkte Abzug. Aber ja, wie gesagt, ist super leicht auf die 1000 zu kommen, auch wenn man ein paar Hampelmänner erwischt. Und hier gibt es jetzt eben zwei Charms von jeder Sorte plus ein Baldas dreifach Zauber, den wir doch so gerne haben. Yay. Man kann hier dreimal rein pro Tag, wer möchte, wer einen Jahresvorrat an Baldas dreifach Zaubern anhorten möchte, könnt ihr das machen. Das Minigame könnt ihr nur einmal pro Instanz Besuch machen. Ansonsten, jo, passt. Dann hier bei Renmi kriegen wir jetzt wieder ganz viele Sonnenorbs, Formwandlung wachsen, Vorhutmünzen, 10 Stück an der Zahl. So, das übliche Zeug. Die Formwandlung wachsen, wenn wir das nehmen, dann sehen wir, wir werden so ungefähr 1 cm größer. Man kann ja aber das dreimal akkumulieren, damit der Effekt vielleicht sogar wahrnehmbar ist. Jetzt hier beim Todram eine Teleportschriftrolle, direkt herzukommen, und das Bastelset. In beiden Quests, die wir gerade gemacht haben, haben wir jetzt eben alle Zutaten für das Bastelset bekommen und können uns so einen Spielzeugpanzer bauen. Wenn ihr das tut, dieser Panzer hält nur 7 Tage, seht ihr ganz unten verbleibende Zeit da. Wenn ihr also dann im Winter mal die Leute mit so einem Panzer überraschen möchtet, dürft ihr den Panzer noch nicht bauen. Ihr müsst euch aber die Bastelsets schon kaufen, weil wenn das Event vorbei ist, gibt es die Bastelsets nicht mehr. Ich finde, irgendwie ist das sau komisch hier mit der Steuerung. Darf, glaube ich, nicht zu schnell oder so. Naja, wie auch immer. Es ist extrem träge. Jedenfalls, man kann hier einerseits, wenn man auf Leute schießt, die zum Sitzen bringen. Man kann da andere Panzer zerstören. Ja, 50 Damage. Und das Coolste, was man mit den Panzern machen kann, ist, man kann damit tauchen. Ich war da mal zum Beispiel vor Wunderholm, als ein Riesensee. Serens See heißt der, glaube ich sogar. Bin ja sogar mal nicht sicher. Und da kann man wirklich U-Boot-mäßig sehr, sehr tief runter. Und das ist eine lustige Sache. Könnt ihr vielleicht dann mal ausprobieren. Alright, wir haben noch die letzte Questreihe hier. 3 Quests im Bankett des Blutes. Da drin ist wie so eine Instanz. Ist die dümmste Instanz des Spiels. Sowieso designtechnisch und alles. Ist das behindertste Element, das ich in Terra je gesehen habe. Also unsere Skills wurden ersetzt hier drin. Wir haben einmal 4 Stun-Knockdown-Typi in Warzenschwein verwandeln, das alles umwirft. Und hier ein Skill, der Damage macht, yay, und dann noch Linksklick. Und der Linksklick kriegt ja kaum die Tür kaputt. Ah gut, das habe ich noch einmal in Folge gekrittet, das zählt nicht. Aber ja, das nervt hier schon übel. Und die Quests, die man machen muss, einmal hier das. Ich bin schon wieder geblockt und das nervt mich einfach hier. Alter! Fickt euch alle! So, jetzt sind hier schon Monster gekommen, die werfen mich jetzt permanent um und dann, ja, seht ihr, hey, super viel Spaß, den ich habe hier. So, komm, du wirst jetzt ein Schwein hier, damit du meinst, mich umwerfen zu müssen. So. Ein Schwein zu machen ist übrigens ziemlich sinnvoll, möglichst früh, weil das Schwein zieht dann Aggro. Und dann geht das hier auch ein bisschen besser. So, nach dem 30. Versuch habe ich jetzt den Sarg zugekommen. Dafür komme ich hier nicht raus. So. So, ihr seht, wie absolut oberbehindert das hier ist. Dann müssen wir da hinten das Blut mal machen. Jetzt habe ich mein eigenes Warzenschwein umgeschmissen. Gibt's doch nicht. So, wir machen da noch ein weiteres Schwein. Damit die einfach Aggro haben, das ist schon sehr, sehr angenehm, wenn das der Fall ist. So, Blutfest mal ging ein bisschen schneller. Jetzt müssen wir hier noch 2 Geiseln befreien. Und wir können hier ja mal wieder den Damage-Skill machen. Da. Wunderbar. Da ist die eine. Und da hinten dürfte die andere sein. Können wir hier wieder ein Schwein machen. Tür kaputt machen. Können wir rein. Spaß. Yay. So, ich werde schon übelst verfolgt hier. Dann zum Schluss müssen wir hier Tür kaputt machen oder, glaube ich, Monster kaputt machen, das vor der Tür steht. Und die größte Gefahr ist einfach immer, dass du so viele Monster am Arsch hast, dass du perma genockdownt wirst. Da hilft dann eigentlich nur noch eine Schriftrolle des Schutzes oder dann einfach Ini zurücksetzen und nochmal versuchen. So, hier müssen wir nur noch den Stein kaputt machen. Oh, das haben wir jetzt geschafft.
Und da müssen wir einfach nur noch hier rauskommen. Ich könnte zurücksetzen eingeben, das geht ja immer. Ich nehme jetzt mal das TP. So. Jo, und hier gibt's als Belohnung wiederum 10 Mützen der Vorhut. Heulbombe, Tanzbombe und schlanke Oberschenkel. Schlanke Oberschenkel, wenn ich das nehme, ich sehe absolut keinen Unterschied. Ich fühle mich da verarscht. Also nehmen wir das an. Wiederum auch XP, also wer XP braucht, das ist echt cool, das lohnt sich. Aber schauen wir uns mal ganz genau hin. Ich nehme jetzt schlanke Oberschenkel für einen Tag. Schaut doch absolut genau gleich aus. Ich glaube, nur die Oberschenkel an sich verkleinern sich, nicht aber das Kostüm. Und drum müsste man wahrscheinlich Bademode oder so hier anziehen, damit man da einen Unterschied sieht. Aber wer tut das schon? Na gut, es ist Sommer. Könnte man machen. Wie auch immer. Okay, jo, dann gibt es hier noch Miskatonic für einen Tag. Ist natürlich auch von der Exklusivität her ist nix, weil es einfach jeder hat. Und eben Tanzbombe, Heulbombe. Das ist einfach so eine Spielerei. Ich brauche meine Skills wieder. Verdammt. So. Wenn wir da einen Spieler anwerfen, ich hoffe, der bleibt schnell da, können wir den halt zum Tanzen bringen. Einerseits, jetzt tanzt er. Oder dann zum Heulen. Jetzt heult er. Einfach eine Spielerei. Ziemlich sinnlos, nutzlos, witzlos. Aber ja, wer Spaß dran hat, kann es ja machen. Ne? Jo, das Coolste jedenfalls, was man hier vom ganzen Event rausziehen kann, das sind... Moment schon, da haben wir es. Das ist der Mondseidenteppich. Und zwar geht ihr da einfach bei Achievements speziell auf auf Festivals. Und hier gibt es diverse Achievements, die halt mit dem Festival verknüpft sind. Etwa hier hat 50 Schlangen gekillt, 10 Mal... den Zauber Mutation bei Bankant des Blutes angewendet, also das 10-mal ein Monster in ein Warzenschwein verwandelt, 10 Sandburgen gebaut, öffnet folgende Gegenstände des Farmfestivals je 3-mal. Ah, ja, das ist Farmfestival. Jetzt war ich gerade verwirrt, das ist schon Farmfestival. Jo, und dann gibt es noch weitere 3 Saber-Eise zu schnell nutzen, 10 Baldas Dreifachzauber benutzen, 7 Spielzeugpanzer, 5 Tanzbomben, 5 Heulbomben, 60 Wassermelonen beim Spielen, Standparty und so. Ja, könnt ihr ja selber durchlesen. Sind so, keine Ahnung, 10 Achievements ungefähr. Und wenn ihr die alle gemacht habt, kriegt ihr eben den Mondseidenteppich für einen Monat, respektive 21 Tage, glaube ich. Und dann gibt es ja noch das Farm Festival, das ist dann so Oktober, November ungefähr so. Und dort gibt es wieder ein paar Achievements, haben wir ja gerade schon gesehen, wo ich ein bisschen verwirrt war. Und jo, wenn ihr alle Achievements beim Farm Festival und beim Sommer Festival gemacht habt, kriegt ihr dann den permanenten Mondseitenteppich. Schaut aus wie eine fliegende Kloschüssel, ist also eigentlich ganz, ganz witzig. Dann, jo, so im Allgemeinen. Also die Mana-Pots hier sind schon cool, Baldas Dreifachzauber ist cool, aber man muss sich immer fragen, lohnt sich der Aufwand, ne? Und ja, es ist schon so. Also ich mache hier meistens nur eben da bei Modern die Quest für Dreifachzauber, den man ziemlich schnell kriegt. Und hier bei Lilan, damit ich meine Mana-Pots kriege. Und wenn ich Lust habe, gehe ich gerade noch in den Baldas Tempel rein, aber auch nur einmal pro Tag und nicht dreimal und schon gar nicht auf allen Charakteren. Und das war es dann auch. Das Bankett des Blutes, finde ich, gibt schlechte Rewards, also keine, die spielrelevant sind. Und bei der Strandparty gibt es ja eh auch nichts, was irgendwie spielrelevant ist. Drum, belasse ich es hier bei diesen paar Quests hier beim Sonnenfestival. Und jo. Verwahrloster Tempel heißt er ja offiziell. Je nach Lust und Laune noch. Insgesamt ist das Farm Festival im November, Oktober, Dezember, sowas, schon viel, viel belohnender, weil da kriegt man ja so Lambulgogi und so, ne? Erhöht kritische Trefferrate um 20 und was weiß ich. Das ist natürlich schon cooler als irgend so ein Mana-Pot, ne? Drum, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Sommerfestival, aber ja. Ich meine, die Area hier, die schaut ja auch gar nicht so nach Sommer aus. Da muss so ein bisschen Sommerabendstimmung vielleicht, aber naja, ich weiß nicht. Ich finde, es ist hier einfach, die Farben sind zu kalt, als dass es sommerlich wirken könnte.
eher fast mit diesen Deko-Sachen hier eher herbstlich fast so. Also, naja, ich finde das Festival irgendwie doof, will ich einfach sagen damit. Aber ja, die Saarbeereise sind cool und die Baldas Dreifachzauber sind auch cool, aber nicht so der Überbringer. Und eben, wie gesagt, Vorhutmünzen technisch eine coole Sache, wenn man hier durchfegt, so richtig zack, zack. Einmal alle Quests erledigen, dauert das 15 Minuten, gibt 50 Vorhutmünzen und was gar nicht so schlecht ist. Also, ja, besser eigentlich, als man denkt. Weil eben Manaya Golden Corpus auch ungefähr im gleichen Aufwand-zu-Ertrag-Verhältnis stehen. Alright, das war's vom Sommerfestival und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Hoffe, ihr seid auch dabei. Bis dahin, ciao, ciao.